Für ihre Mitarbeiter ist es nicht einfach, die Pflichten als Eltern mit den Arbeiten im Berufsalltag in Einklang zu bringen. Mit ihrer Unterstützung als Arbeitgeber kann das besser gelingen. Der Wunsch nach Flexibilität ist ein wichtiges Kriterium für Arbeitnehmer. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten, Homeoffice als Standardoption sowie die Möglichkeit, das Kind bei fehlenden Betreuungsmöglichkeiten mitbringen zu dürfen. Es kann immer ein Notfall eintreten, sei es im Kindergarten oder in der Schule. Sie als Arbeitgeber erschaffen die Chance, dass ihre Mitarbeiter gewährte Flexibilität und Unterstützung ihnen mit besonders guten Arbeitsergebnissen danken. Es gibt auch klare gesetzliche Vorgaben, die Sie als Arbeitgeber gewähren müssen. Für die Betreuung eines kranken Kindes stehen jedem gesetzlich versicherten Elternteil mit Anspruch auf Krankengeld 10 Arbeitstage Freistellung und Kinderkrankengeld nach § 45 Absatz 2, 3 SGBV pro Jahr zu. Zudem besteht ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung auch für Arbeitnehmer, die nicht Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld sind. Alleinerziehende haben einen Anspruch auf 20 Tage. Die Anzahl der Tage verdoppelt sich bei 2 Kindern. Bei mehr als 2 Kindern liegt die Obergrenze bei 25 Tagen pro Elternteil und 50 Tagen bei Alleinerziehenden. Mögliche finanzielle Unterstützungen durch den Arbeitgeber können zum Beispiel Zahlungen in Form einer Erholungsbeihilfe oder ein Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten für noch nicht schulpflichtige Kinder sein. Als Arbeitgeber dürfen Sie keine Steuerberatung für Ihre Mitarbeiter machen. Dennoch werden Ihre oft in steuerlichen Angelegenheiten unerfahrenen Mitarbeiter einige Hinweise sehr zu schätzen wissen. Hilfreich ist sicher der Tipp zur möglichen Anrechnung von Kinderfreibeträgen in der Jahreserklärung. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, diese Jahreserklärung selber zu machen oder von einem Steuerberater machen zu lassen.